Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pharao A New Era. Wir sind in Perhebit unterwegs und die Stadt, die explodiert. Wir haben einen regelrechten Bauboom haben wir hier. Wir haben Arbeitslosigkeit und hier pilgern immer mehr Leute rein. Ich weiß gerade nicht, ob jetzt so eine gute Sache ist. Die werden wahrscheinlich auch irgendwann wieder abwandern, wenn es hier einfach nicht genug zu tun gibt für alle. Was wir aber machen könnten, um der Nahrung Herr zu werden, besser gesagt, um genug davon bereitzustellen, wir könnten noch mehr Fischerhütten bauen. Das sollten wir vielleicht doch machen, oder? So, die werden wir alle schon verkabeln mit einer Straße. So. Dann würde ich hier gerne noch ein Architektenbüro stellen und eine Feuerwehr und eine Polizei, ne? Dass hier keiner Fisch klaut, ist ja klar. Und ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Silos. Und ich habe Angst, dass wir die Map zubauen mit Sachen, die uns nachher auf die Füße fallen. Wir haben 5000 Leute. Alter, wie Leute, wir haben 5000 Leute. Wahnsinn. So, dann haben wir wenigstens noch ein paar Träger. Dann können wir aus den Lagerhäusern das Zeug in die Stadt schleppen. Okay, oh, wir haben die zweite Lager angefangen. Guck mal. Die Masterbar ist voll im Gange. Alter. Guck mal hier. Ne, die ganzen Dekadenten, die fetten Wohnviertel entstehen hier. Okay. Also Fisch müsste mehr als genug ankommen jetzt, oder? Hoffe ich auf jeden Fall. Wir könnten hier oben auch noch bauen. Arbeitslosigkeit in der Stadt, ja. Oh, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was schafft denn Arbeitslose weg? Reh, fette Party, Abfahrt. Wo kriegen wir viele Leute weg? Wie viele arbeiten hier? Keine Ahnung. Drillplatz? Wo ist er denn? Da, wir können nur ihn bauen, ne? Ja. Brauchen wir noch eine Infanterieschule? Eigentlich nicht, oder? Warte mal, wie viel arbeiten hier? 10. Dann würde ich sowas hier noch ausheben, oder? So, dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal. Ist das hier ein Arbeiterlager? Ja. Ist das der gleiche wie hier unten? Ja. Ey, warte mal, den brauchen wir hier drüben auch, ne? Für die Fischer, oder? 6 von 6. Wir machen das einfach mal. So, stellen wir da mal hin, kann ja nicht schaden. Eine vorherragende Überschwemmung. Papyrus, ja bitte, danke. Gut, dann steigt wenigstens unsere Königreichwertung. Und die Map ist fast voll hier. Oh, oh. Da karren sie den Fisch ran. Schau, guck, es läuft. Da sind Waffen. Alter, geil. Falls da mal einer kommt und sich mit uns kloppen will, ne? Schlechte Idee. Was ist mit Tempel? Wollen wir die Götter noch mal ein bisschen huldigen? Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee, oder? Können wir hier noch mal eine Tempelanlage reingebaut? Warte mal, wie groß ist denn so ein Ding? Das wird ganz schön eng. Annehmen, ja. Dankeschön. Geil, dann bauen sie ja noch schneller. Hoho. Ja. Okay. Oh, passt hier perfekt. Pass auf. So. Haben wir nochmal Tempelanlagen? Alles für die. Ja, nicht. Ist eigentlich immer gleich gebaut. Wir brauchen da noch so ein Ding. Okay, ne, dass sich hier gar kein Gott benachteiligt fühlt, das wäre fatal. Ja, wollen wir hier drüben die gleiche nochmal machen? Aber wir verlieren gerade Kohle, ne? Wegen Handel wahrscheinlich. Ich glaube, wir geben gerade sehr, sehr viel Geld für Dinge aus, die wir mit Goldeinfuhr nicht kompensieren, glaube ich. Befürchte ich gerade. Ich weiß es nicht.
Brauchen wir hier hinten nochmal so Polizeigedöns? Wahrscheinlich, oder? Feuerwehr und ein Architektenbüro und eine Polizei. Wie viel arbeiten hier? 6 immerhin, guck mal. Arbeitslosigkeit 16%. Das ist schon eine Nummer. Brauchen wir noch irgendwo so eine Papyrus-Arbeiter-Dings hier? Na, du weißt schon, so eine Schule? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, sowas brauchen wir hier immer. Und dann würde ich hier noch ein bisschen Garten machen. So. Für die Schönheit. Und sowas. Siehst du, Osiris sagt geil. Freut er sich, der Kleine. So, und schon werden die Häuser besser, ne? Wenn wir die Straßen hier hübsch machen, glaube ich. Dann würde ich hier oben vielleicht auch noch ein bisschen Deko stellen. Nochmal so eine Tonkatze und von mir ist hier so ein Vogel. Ja, auf jeden Fall. Hat was gebracht. Dann machen wir hier gleich wieder ein paar Plätze. Na, da freuen sich doch alle. Guck. Und schon werden die Häuser krass. Sehr, sehr gut. Problem ist nur, wir haben halt Arbeitslosigkeit ohne Ende. Wie werden wir diese Probleme her? Wir könnten hier unten noch was bauen. Hier wäre halt noch fruchtbarer Boden. Wir könnten eventuell noch ein paar Feigen farmen oder sowas dahin stellen. Weil ich denke mal, der Fisch, der kommt, ne? Hier unten ist zwar noch Luft in den Silos, aber wer weiß, wie lange noch. Ach, guck mal hier, die machen ja Bier ohne Ende. Ich würde Bier exportieren. Und zwar ja nicht so wenig. Lass mal ruhig so 6000 Bier rausschieben. Export über 5000. Wir müssen mal ein bisschen korrigieren. Und zwar nach unten. Und Bier würde ich auf 5 hochschieben. So. Ziegel. Machen wir mal auf 500 runter. Wird mir sonst nur teuer, glaube ich. Fisch wird exportiert. Kichererbsen aber sehr wenig, würde ich importieren. 100. Ah, 200. Okay, Papyrus ist auch nicht so sehr, sehr viel. Wir könnten die Papyrus-Produktion noch weiter ausbauen. Wir können die Waffeneinfuhr ein bisschen runter regeln. Und Holz, ja, haben wir. Okay. Ja, wissen nicht, wollen wir hier oben die Papyrus-Produktion noch ein bisschen ausbauen? Können wir hier unten machen eigentlich, oder? Hätte gesagt, bauen wir das. Und dann gehen wir hier Schilfgras kloppen. Und dann sollen die daraus Papyrus machen. Kommt doch da weg, Jungs. So. Arbeitslosigkeit in der Stadt. Das ist verrückt. Ich hoffe, dass sie das mit dem Karren alles hier rüberfahren. Oh, wie geil. Könnt ihr doch ein paar Lagerhäuser stellen. Ehre! Zum Handeln perfekt. Gut, weil hier unten ist langsam alles voll. Oh, wir haben so übelst viele Waffen. 15% Arbeitslosigkeit. Wir haben hier ein Arbeitslager. Theoretisch müsste das alles bewohnt werden hier mit Arbeit. 12 arbeiten hier. Hier 8. Oh, das hat gute Arbeitsplätze geschaffen. Dann können wir die Papyrusproduktion ein bisschen ausweiten, um an mehr Kohle ranzukommen. Zum letzten Mal. Ich brauche keine Handlanger. So viele Leute suchen Arbeit. Ja, ist okay. Tut mir leid. Können aber nicht alle Kreuzungen mit so einer Dinger vollpflastern hier, oder? Ich meine, klar, die wollen das, aber... Will ich das? Keine Ahnung. Ja, was bauen wir hier hinten? Also armeetechnisch sind wir, glaube ich, sehr gut ausgestattet. Die Werft baut gerade auch gar nichts. Wir haben Holz. Wir haben einen Handelsdock, das ist sehr, sehr wenig. Problem ist,
Das wäre hier oben schon echt gut platziert eigentlich, ne? Aber hier steht der Dorfpalast. Ey, warte mal, haben wir die anderen Hütten eigentlich? Soweit hier? Haben wir so ein Steuerbüro? Ja, haben wir schon, ne? Oder? Oder haben wir nicht? Ja, haben wir vielleicht auch nicht. Oder doch? Kann gerade nicht erspähen. Vielleicht bin ich einfach zu blind gerade. Sieht aber nicht danach aus. Aber so einen Richter haben wir auch. Wie viel arbeiten hier? 8. Okay. Wir haben 16% Arbeitslosigkeit. Wie kriegen wir das weg? Noch mehr Arbeiter für die Masterbar? Was bringt denn das hier? 10. Und das hier? 20. Alter. Na dann ran. So, machen wir das. Dann kriegen wir die Arbeitslosigkeit noch mal ein bisschen in den Griff hier. Sind wir bei 14%. Ist immer noch viel, ne? Warum? O königliche Gelehrter Hochnäsig, die Priester bringen schlechte Nachrichten. Die nächste Überschwemmung wird fast sicher sehr schlecht. Warum? Warum? Wir müssen die Götter mehr huldigen. Es tut mir leid. Ihr seid ja alle voll am Arbeiten, oder? Schleppt ihr Papyrus ran? Ich hoffe doch. Jetzt haben wir nur einen Transferhafen, aber geht halt leider nicht mehr. Mehr ist hier platztechnisch nicht machbar. Wir beobachten das mal. Hier kommt auf jeden Fall Fisch ran. So. Da fahren sie Papyrus rüber. Sehr geil. Hier kommt gleich Papyrus an. Arbeitslosigkeit in der Stadt. Ja, ich weiß. Ist irgendwas kaputt? Festflut? Nö, 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 nö. Löschen. So. Okay, wir haben 17.000, also der Handel läuft. Wollt ihr was Bestimmtes? Ja, essen, wenn nicht schlecht war, aber wenn die Ernte ausbleibt, oh, das ist ein Problem. Hm. Auf jeden Fall kloppen die Papyrus wie die Verrückten. Ein gewaltiges Fest. Wollen wir noch mehr? Warte mal, wie viel haben wir denn? 14%. Wir können hier noch jeweils 3 ranbauen, oder? Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Straße hier, Straße da. Architektenbüro. Und so. Wird alles weggeschafft mit diesen kleinen Kuddelbötchen hier. Ist eigentlich voll lustig. Ich hoffe nur, das staut sich hier nicht und läuft einigermaßen. Okay, ein Handelsdock wäre noch ganz geil. Aber wir haben halt kein Lagerhaus in der Nähe. Ist echt ein Problem. Muss alles mühselig rüber geschafft werden. Gucken wir mal, ob das klappt. Weil hier ist gar kein Lagerhaus. Oder wollen wir mal einstellen? Ah, das ist ein Rucksack voll mit Papyrus, ne? Okay, vielleicht hält ja da auch der Händler für Papyrus an. Wir machen mal 2. So, die Ernte ist raus. Überschwemmung? Oh, oh, gar kein. Ey, was ist denn los? Da werden wir bestimmte Nahrungsmittelknappheit haben. Wo sind die ganze Gerste hin? Wird alles im Bio umgebaut, oder? Okay. Wir haben 20.000 auf Tasche. Müssen wir mit haushalten. Sagte er und baute eine riesengroße neue Festanlage an hier. Okay, Ziegel kommen. Wie viel Ziegel haben wir überhaupt? Ziegel, 100. Und 500 kommen rein, okay. Sind hier so Wenn und falls unsere Feinde sich hier zeigen, sind wir auf sie vorbereitet.
Okay. Sehr schön. Brauchen wir davon noch mehr? Nö. Was ist denn hier eigentlich mit Feigenfarm? Ich hätte gesagt, wir machen hier oben auch nochmal ein bisschen Ackerbau, oder? So, da Feigen ja sehr, sehr Mangelware sind hier. Hallo, Teilnehmer? Echt, 3 Farmen nur? Oh, nö. Nein, da ist besser als gar nichts. Ein Arbeiterlager. So. Was ist mit hier unten? Hier geht ja keine. Oh Mann. Was ist mit Viech? Können wir nochmal irgendwo ein bisschen Viech machen? Ein bisschen Viech? Nee. 8%. Kann ich mitleben. Ja, ach du Schande. Hier oben sind die Lagerhäuser alle voll. Oh nö. Würde ich vielleicht ausweichweise hier drüben 3 hinstellen. Ja, mal gucken. Und die hauen ja ganz schön Fisch weg, die Jungs, wa? Guck mal, hier sind noch ein paar Kichererbsen. Aber hier Fisch ist immer nicht doll voll. Der wird ordentlich wegschnabuliert im, hier in den ganzen Bazar-Dingern und sowas. Okay. Wir haben 23.000. Wie weit ist das hier? 50% fertig. Brauchen wir noch mehr Steine? Wollen wir noch mehr davon ausheben? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also kriegen wir die Arbeitslosigkeit weg, oder? So, pass auf. Dann stellen wir hier so ein Ding. Machen hier noch 2 Gärten hin. Und hier kommt auch Garten rein. So, die Leute hauen ab. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Okay. Dann fang doch an zu arbeiten. So, das Fest ist durch. Dann machen wir gleich das nächste. Reh ist schon wieder bockig. So. Ah, weit und breit keine einzige Flut. Das ist nicht gut. Warte mal. Bauen wir hier noch. Wir müssen hier noch Tempel bauen, wahrscheinlich. Na, wie machen wir das? Das machen wir so. Und so. Dann gibt es hier noch eine Connection. Und dann könnten wir das hier eigentlich mal schön bauen. So, guck. Dürfte den Göttern auch gefallen, oder? Wenn sie gehuldigt werden. 1% Arbeitslosigkeit, na siehste. Ist doch gut. Wenn sich das so einpegelt, bin ich ja glücklich. Brauchen wir mehr Ziegel? Na, wobei, wir haben 500. Da werden sie ran die Karte, guck mal. Ich glaube, die Ziegel kommen mit dem Schiff, ne? Hier unten haben wir ein Handelsboot. Papyrus. Hier sind auch Ziegel drin, ne? Jo! Unglücklicherweise sieht es so aus, als würde die Überschwemmung im kommenden Jahr nur durchschnittlich ausfallen. Wenn die Stadt Osiris mehr Aufmerksamkeit schenkt, wird sich das im folgenden Jahr hoffentlich nicht wiederholen. Och, die alten Zecken, Zicken, nicht Zecken, Entschuldigung. Na, aber geht doch, oder? Osiris, Osiris. Reh. Komm, dann kriegt er noch einen Tempel, der Kleine. Es soll ein Schrein sein. So, machen wir noch Garten. Für die Schönheit.
Genauso wie da. 18 Monate. Na, lass ihn kommen. Mach mal weg. Kein Problem. Wir haben Arme. Ich hoffe, das reicht. Wir haben zweimal Bogenschützen und wir haben immer, warte mal. Ich will mir unten ja alles vollbauen mit dem Quark. Aber vielleicht brauchen wir das ja. Machen wir hier nochmal. Hier wurde mir gerade keine Weg-Connection angezeigt. Deswegen will ich hier gerne rumbauen. So, nur mal gucken. Waffen sind auf jeden Fall am Start. Wie sieht's denn aus? Mit dem Handel. Import. Na, 33 mehr kommen nicht, ne? Mal Feigen importieren. So. Fischexport bleibt bei 100. Ziegel 300, holen wir rein. Ton würde gerne exportieren. Töpferwaren würde gerne exportieren. Gerste haben wir fast gar keine, weil die Ernte ausgeblieben ist. Bier haben wir ausreichend. Okay. Import, Flachs, nein. Leinen, Import, 400. Wow, wollen die noch gar nicht haben. Papyrus haben wir viel. Können wir den Export hochschieben. Machen wir mal auf 5000. Edelsteine, Schmuck haben wir nicht. Kupfer haben wir. Für Waffen, ne? Ich würde das hier canceln. Okay. So. Na, bin ich mal gespannt. Wir haben 4% Arbeitslosigkeit, aber die Stadt sieht gut aus. Und wir halten ein Fest ab. So. Flut kommt. Dann wird gleich geerntet. Nicht viel, aber ein bisschen. Was mit euch hier? Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Mit Fracht. Kauft, verkauft. Okay. Hey, was ruft der denn? Wir haben ja auch nichts. Nun denn. Wenn und falls unsere Feinde sich hier zeigen, sind wir auf sie vorbereitet. Haha. So, gleich kommt die Flut. Oh, Kichererbsen sind hier voll am Start. Brauchen wir noch ein Arbeitslager? Gewaltiges Fest. So, jetzt wurde geerntet. Also hier oben die Kichererbsen-Dinger, obwohl hier stand der Boden voll im Saft, ne? Das ist eine wunderbare Reise. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff entladen wird? Der kauft Bier. Na dann kaufen wir. 1400 Bier kauft der. Krass. Das ist eine wunderbare Reise. Verkauft Ziegel. Gut, Ziegel kommt mit dem Boot. Für die Mastaba. Hier geht dann schon voran. Guck mal. Er schielt hier unten. Der ist ja lustig. Gut. So, sag mal her hier. Tja, 4% Arbeitslosigkeit eigentlich. Ja, wir müssen halt die Götter huldigen und gucken, dass die Masse aber fertig wird, oder? Die Lagerhäuser, die quellen halt über. Wobei, hier ist ein bisschen Luft, okay. Hier unten ist Papyrus, perfekt. Genauso. Hier oben haben wir noch einen Puffer. Die Flut ist am Start. Es war keine fette Flut, aber es ist eine Flut. So, dann werden wir jetzt mal Osiris nochmal ein Fest hinterher scheuern. So. Ich glaube, Bier ist dann auch bald alle, ne? Also reicht nicht ewig. Diese Körbe sind viel zu schwer für jemanden wie mich. Musst du mehr trainieren für jemanden wie du? So. So, Bogenschützen sind hier in der Mache. Kommt halt bald die nächste Armee, ne? Die müssen wir wegklatschen, deswegen. Da ist Vorsicht, die Boten. Bier und Töpferwaren. Fehlt euch ein Bazar oder was? Ich stell da noch einen hin. Von mir ist auch. In einem Jahr. So, dann machen wir hier auch nochmal ein Bazar. Wir verteilen nochmal ein paar Bazare.
Dann können die ordentlich handeln hier. Dann können unsere Waren, die wir produzieren, auch gut verkauft werden. Wir können die Zeit doch mal ein bisschen anboosten hier, oder? Wir haben 34.000. Alter Verwalter. 4% Arbeitslosigkeit? Da bin ich gar fast mit zufrieden. Wie können wir das kompensieren? Was müssen wir noch bauen? Oder was könnten wir noch bauen? Ich meine, hier ist so ein Gaukler-Dings-Tülüt, oder? Lass mal davon zwei stellen. Und so was noch. Und so was noch. Da sind wir bei 5%. Ist mehr geworden? Nö, doch. Klar. Juhu, zieh noch mehr Leute ein, aber. Sag mal, ist die Stadt hier oben so unattraktiv oder was ist los? So. Können wir noch so eine fette Statue irgendwo hinstellen? Klar. Von mir aus auch direkt. Ah, da oben können wir nicht. Hey, warum nicht? Da geht. So. Und schon werden die Häuser krass, guck. Aber wir waren gerade bei 6.000, jetzt fällt es wieder. Ja, die Fluten sind so, naja. Kichererbsen sind da, Fisch ist da. Okay, was mit Gerste? Gerste ist fast weg. Hä, krass, haben wir keine Gerste? Okay, wird alles im Bio umgebaut, okay. So, ein Fest für Reh und los und bitte und danke. Problem ist, wir spulen sehr schnell. Wir müssen ordentlich dabei bleiben. Kannst du dir für wir spulen viel schneller, als die Wirtschaft daherkommt? Zwei Reihen wurden komplett angelegt. Eine gute Überschwemmung. Guck mal. Ja, weg damit. Töpferwaren haben wir ausreichend. Der hat viel, sogar so viel, dass er haben könnt. Alles. Nehmt hin, nehmt hin. Okay. Ich bin mal auf die nächste Schlacht gespannt. Warte mal, brauchen wir noch mehr so eine Häfen oder reicht, wenn wir da eh so ein Boot haben? Dann haben die ganz am Anfang gesagt, wo wir die Mission gestartet haben, ne? Ja. Hä, was macht er denn hier? In 6 Monaten. Ziegel, Dankeschön. Ey, krass, wenn wir so viele Ziegel haben, dann werden die jetzt hier die Masten aber richtig bauen, oder? Das müsste jetzt weggekarrt werden hier unten. Pass mal auf. Ja, da guck mal, da holen sie weg. Karrenweise Ziegel ab zur Masterbar. Jetzt müsste hier eine Lage nach der anderen auftauchen eigentlich. Sehr cool, weil die Arbeiter sind da. Die warten eigentlich nur auf Baumaterial. Wir könnten eventuell, warte mal, mit Handel. Wollen wir mehr Ziegel ranholen? Wir haben 2200. Lass mal auf 1000er erhöhen. So, wir haben ja die Kohle, ne? Hier wäre auch noch fruchtbarer Boden. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Feigenfarm. Geht hier noch eine hin? Schade. Naja, 3 ist okay. Von mir ist auch noch ein Arbeiterlager, das ihr hier anfangen könnt. 8%. Wir sind bei über 6.000 Leute. Jetzt, warte mal, wir haben für Osiris. Jetzt brauchen wir für Re auch noch einen extra Tempel, ne? Und guck, schon ist die Stadt schön. Da machen wir hier oben gleich mal wieder Plätze. So. Ich glaube, das wird ganz gut. Also nach und nach kriegen wir die Stadt schon schön hier. So.
Sehr gut. Einen Monat. Okay. Oh, ich bin gespannt. Ich bin richtig. Alter, wir haben 42.000. Ich bin richtig gespannt, ob der was wird hier. 6.400. Wir haben 10% Arbeitslosigkeit. Ja. Der Ding ist, durch den Handel holen wir jetzt noch viel, viel mehr Ziegel ran. Was bedeutet? Warte mal. Können wir noch so eine komische Schulen bauen? Warte mal, wie viel arbeiten hier drin? 10. Oh, das ist gut. Da schaffen wir ordentlich Arbeitsplätze. Zum Kampf. Na, wir haben eh ein Boot, die haben 2. Der wird nicht gut ausgehen, oder? Aber wir haben eigentlich genug Bodentruppen, hoffentlich. Ey. Ja, na hallo. Hä, das sei lacht. Die sind noch nicht mal. Ich habe gar keine Verluste, oder? Haha. Okay. Hat sie ja was gebracht, oder? Da kommen immer neue Leute rein. Oh, ist fast. Alter, die Stadt ist riesig. Leider alles hier oben drin, die Fromms in der Ecke. Aber geht ja nicht anders. So, der Handel läuft. Da war Kupfer. Den brauchen wir für die Waffenproduktion. Aber können wir Waffen exportieren? Waffen, Import. Nee, schade. Jetzt bauen die doch hier ein neues Schiff, oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Warte mal, wir brauchen hier wieder ein Fest. Osiris. Jo. Wann kommt hier die nächste Flut? Zeig mal her. Die ist gerade durch, war eine große Flut gewesen. Sag mal, haben wir... War da keine Gerste? Na, sag mal. Ich hoffe, hier auf den Feldern arbeiten überall. Ja, hier arbeiten auch Leute. Okay. Okay, okay. So ist gut. Aber jetzt zieht sich das ein bisschen, ne? Also wir sind finanziell sehr gut aufgestellt. Gewaltiges Fest. Und Arbeitslosigkeit, wie viel? 10%. Ja. Und die Warenlager sind ja alle leer. Wo sind alles hin? Wir haben noch ein bisschen Bier und haufenweise Waffen, aber das war dann auch schon. Okay. Mein Papyrus lagert hier unten. Für Handel perfekt. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Kollege, ich habe leider keine Edelsteine. Würde eigentlich schon gerne handeln mit dir, aber... Nein, hab nichts da. Wir brauchen keine neuen Leute holen, das ist schon mal okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur hoffen, dass hier neue Ziegel nachkommen. Wollen wir noch mehr Ziegel importieren? Ziegel! Wir holen mal 1000... Ah, wir können bis 150 holen. Egal, wir holen 1500. Wird Ewigkeiten dauern, bis sie da sind, oder? Eine gute Überschwemmung. Okay. So. Oh, oh, wir haben kein Bier mehr, wa? Alter, alle Lagerhäuser sind leergefegt. Was ist denn hier los? Wir müssen unbedingt an Gerste rankommen. Warte mal, können wir Gerste importieren? Ne, nur Export. Wir müssen mal ein bisschen runterschrauben hier. Wir machen mal 1000er. Und Bier ebenfalls. Haben wir gerade nicht so viel da. Dann haben wir alles für Feste rausgehauen, ne? Schwierig. So. Leinen. Die will doch ja keine haben, oder? Nee. Die wollen alle keine. Diese Körbe sind viel zu schwer für jemanden wie mich. Hab dich mal nicht so. Gut, Leute. Aber wir sind schon wieder am Ende. Warte mal, wann kommt hier die Flut? Dauert noch ein bisschen. Ja. Geht ganz schön weit ab hier. Wir sind so gefährlich wie Krokodile und bereit, jeden Eindringling anzugreifen. Kriegshafen. Müssen wir davon noch einen zweiten bauen?
Kriegshafen. Kriegen wir den noch irgendwo hier hin? Nee, nee. Ah, verdammt. Ist alles bebaut. Sehr schade. Dann hätten wir noch ein zweites Kriegsschiff. Nun denn. Nee, hier geht auch nicht. Hier ist halt Überschwemmungsgebiet. Okay, schade. Ah, diese Stadt ist krass, was hier abgeht. Wie groß das ist. Schön. Nee, hier fällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wir machen Kohle, 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 weil die Minen, die schaffen halt unendlich Gold heran. Was uns gerade echt hilft, ist sehr, sehr schön. Und die Masthaber wächst. Die dritte Reihe wurde komplett angelegt. Guck mal. Schön. So, fest. Wir machen für Osiris. So, ja, danke. So. Es wurde erntet, da kommt Gerste. Guck mal, dann können sie wieder Bier bauen. Geil. Gut, ob das was wird, Freunde, sehen wir beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch. Und reinhauen.